So, willkommen in Wiesbaden. Und direkt mal in der Ecke für die. Das ist nicht gut. Strugglen wir wirklich gegen schlechte Gegner? Ecke. Was? Achso, ne, ich dachte, es gibt nur eine Ecke. Draufgehen. Oh, der ist eigentlich gut, der Carstens. Ist ein guter Innenverteidiger. Tor. Kiprit. Kiprit ist eine Maschine. Ich bin doch keine Maschine. Doch ist er. Ecke. Schade. Oh, ja, wir können mal gucken. Der ist wirklich gut, seht ihr? Das ist eigentlich echt gut. Fordern, auf geht's. Unsportlicher, ja, so bin ich. So bin ich, unsportlich, so ein Ding ist das. Jedes Mal, ey, Hinblick, Hinblick, Hinblick. Vor einem Hinblick auf diesen Interview. Na, wer kennt's? Dass du mit beiden Böden zur Tatsache bist. Ach ja. Das waren noch Interviews, meine Freunde. Frank Rost. Christoph Daum. Jawohl, Redondo. Und das dritte, schade. Ich bringe jetzt mal Hanslik auf links, rechts Stehle, zum Disrespect noch Daniel Batz. Den Rüdiger Rehm, du bist es Letzte. Und das möchte ich ihm zeigen. Wir sind Dritter, Freunde. Das ist noch nicht gut genug. Gut genug. Aber wenn man sich überlegt, dass ich quasi schon rausgeflogen war, kann ich mich echt nicht beklagen. Unnötig, Herrscher. Jetzt ist er gesperrt im nächsten Spiel. Kurzer Voice Crack. Gesperrt. Oh, Pfütze. Ui, schlechtes Wetter hier in Wiesbaden. Aber souveräner Sieg vom FCK, denn wir können bei jedem Wind und Wetter spielen. Und das dritte noch. Komm. Nee, ist nicht drin. Schade. Schön. Jens Klemm. So sieht er aus. Letzter ist wen. Glückwunsch. Wir spielen ohne Herrscher gegen Zwickau. Zwickau ist 14. Wir sehen uns im Textmodus zu Hause. Wieso sitze ich auf der Tribüne? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Egal. Die Jungs, die machen weiter, wo sie aufgehört haben. Sehr, sehr schön. Ja, oh, die Torhüter sind aber auch blind und haben Flutschfinger. Komm, Marin, mach den Dreierpack. Oh, Eigentor. Achte, mein liebes Lieschen. Jetzt wird's brutal. Tomiak, 4-0. Nach 20 Minuten. Wieso, wenn ich dich auf der Tribüne setzen würde, ich würde voller Angriff. Ich würde die 8-0 abschießen wollen. Dass sie am besten direkt abmelden in der Liga. 5-0. Ah, schade. Kiprit macht ein drittes. Und dann kann ich Collins einwechseln. Wichtig. Da ist es. Nee, vorbei, glaube ich. Ach, Mann, ey. Oh, aua. So, dann. Ich springe jetzt mal die Leute, die ich eigentlich zum Einsatz, eigentlich einsetzen wollte. Nämlich Collins auf rechts. Der ist nämlich so schnell, der gehört auf rechts. So ein Ding ist das. Und das ist auch eher offensiv. Ich will keinen eher offensiven Innenverteidiger. Und das ist ein Tripler. Kann ich im Zentrum überhaupt nicht gebrauchen. Im Zentrum trippeln und den Ball verlieren. Das ist mir das Liebste. Gelbe Karte. Nein. Wie kann man so dumm sein? Gut, das Kapitel Collins ist hiermit, denke ich, relativ schnell beendet. Ich will ihm die Chance geben und innerhalb von 6 Minuten fliegt er mit glattrot vom Platz. Oder was sagen die Fernsehbilder? Da war gar nichts. Gut, dann tut's mir leid. Dann nehme ich alles zurück. Collins ist der beste Rechtsverteidiger. Gut, der wird es aber wahrscheinlich erstmal nicht spielen können bis in den Winter. 5 Punkte nur noch, Freunde. Und es ist ein Ausrufezeichen. Mit einer roten Karte noch das 5-0 machen. Boom. Manuel Zeitz, Welttransfer. Ich habe nie an ihn gezweifelt. Jetzt, schaut's euch an. Ich bin wieder fest im Sattel. Wir spielen gegen Würzburg. Absteiger. Bis gleich. Wie würde Oliver Kahn sagen? Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es muss immer weitergehen. Und so sehe ich es auch jetzt. So, draufgehen. Bräunig ist ein guter Kicker. Ist ein guter Stürmer. Mindestens in-game. Ich kenne ihn echt nicht, aber Pepic, der war in... Vor 2 Managern war der geisteskrank bei. Ja, die Verteidiger sind so schlechte alle. Poirier. Der hat so gegen unseren Trainer geschossen, weil es mal sein Ex-Trainer war. Ja, da hat am Aufstieg mit Braunschweig nicht wirklich viel zu tun gehabt. Das war eher das Team, bla bla bla. Ja, ja. Der ist drin. Kiprit, 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 Kiprit. Der holt noch auf. Der wird doch Torschützenkönig.
draufgehen. Steve Wutsche, Grüße gehen raus. Strohdick, aua. Ich denke, der ist Strohdick, ne? Ich hab den immer Strohdick genannt. Warum auch immer. Aftus Pahic, oh mein Gott. Schade, huh. Ach, ich hab gleich gewechselt. Egal, ich lasse die Jungs laufen. Und die drei. Oh, schade. Seit 300 Minuten kein Tor mehr kassiert. Sehr, sehr schön. Wir sind Zweiter, Freunde. Wir sind Zweiter. Wo sind die Hater? Wo sind sie? Hä? Hä? Ich kann euch nicht irren. Sehr schön, Mann. Thorsten Ziegner, ja, ja. Nächstes Spiel gegen Meppen. 14. Easy. Wir haben die beste Quote von Chancen. Wir spielen die viertmeisten heraus. Perfekt. Bis gleich. Nur Deppen kommen aus Meppen. Sven Jablonski, ich sitze schon wieder auf der Tribüne. Das kann doch nicht wahr sein. Auf geht's, Jungs. Dann schieße ich mich oben in der VIP-Lounge ab. Ich bin schon vor Spielbeginn rotzevoll, meine Freunde. Wenn ich schon auf der Tribüne sitze, dann muss ich irgendwie aushalten. Wer ist Pio? Paul Henke, der kommt ja von uns. Oh je. Aber wer ist Pio? Also, das ist mir... Oh, du Maschke, der ist ja auch schon 1000 Jahre alt. Tor. Tor für die Grundteufel. Unser Spieler mit der Nummer 27? 15. Okay, motivieren und weiter. Ich habe keinen Anlass zu wechseln. Weiter geht's. Die Jungs laufen. Wie ein Schweizer Uhrwerk. David Blacher, das ist so eine Kacktruppe eigentlich. Tankulic. Der einzig Gute, wobei den gekickt hat, war letztes Jahr noch Dennis Undav. Ganz schlimme Erinnerung. Der FCK, wir haben zu Hause gegen Meppen 3-1 geführt und dann war es Time for Dennis Undav. Ich weiß nicht, ob er eins gemacht hat und vorgelegt hat oder ob er beide gemacht hat. Innerhalb von 3 Minuten stand es 3-3. Zu Hause, nach 3-1 Führung. Man kann sich nichts Besseres vorstellen. Aber ich war die Ruhe in Person. Ich reg mich da nicht auf, Kabi. Pio, weg mit dir. Mach das 2-0, Jungs. Die Uhr trägt die Farben des ersten FCK. So soll es auch sein. Kauft uns ein Merch. Ich wechsle. Gut, dass ich es gesagt habe. Auf geht's, es wäre ein wichtiger Dreier. Ich bin noch am Überlegen, wo ich eine neue Karriere jetzt starte. Nicht jetzt zum Aufnehmen, sondern für privat, weil mit dem FCK muss ich sagen, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin überlegen mit. Schön. Schade. Mit dem Big City Club, der ist drin. Ha, Kibrit. Ob ich mit Hertha BSC was starten soll und die mal zu Ruhm und Reichtum führen soll. Aber das überlege ich mir noch. Jungs, es läuft ohne Probleme. Halle, Halle, HFC ist auch da. Jetzt geht's einfach irren. Wieder zu Hause gegen Halle. Bis gleich. Ich sitze nicht mehr auf der Tribüne. Und wir gehen in Rückstand. Justin Eilers. 14 Tore. Ich flipp aus. Quer. Leg ihn quer, Boland. Du musst es doch können. Dritter Gelb. Uiuiui. Schade. Ach, Mesenhöhle. Der hat auch beim FCK nicht gespielt, aber mit Union Berlin bei uns gespielt. Ich weiß nicht, ob das sein erstes Spiel war oder so für Union damals, aber der hat, oh mein Gott, der hat so viele Fehler gemacht. Es war ein Schneechaos. Ich glaube, da haben wir 4-3 gewonnen, glaube ich. Gegen Berlin. Das war ein krankes Spiel. Tor. Yes! Tomjak. Ich weiß gar nicht, wie der sich hier reingeschlichen hat, Tomjak. Guckt euch mal an. Er spielt einfach und wählt 2,64. Der Typ ist geisteskrank gut. Weiter geht's. Ich vertraue den Boys. Er kann auch gegen ein gutes Halle auch mal hinten liegen. Das ist kein Problem. Aber er muss es dann drehen. Wer muss es drehen? Wer muss es drehen? Wer dreht es? Ja, Rondondo. Perfecto. Alesto Momento, würde Dumbledore sagen. Ich darf nicht zu viel wechseln. Stopp. Halt, stopp. Jetzt reicht es. Tim Klose. Wieso? Das muss man doch auch von Verantwortlichen verantworten. Das ist immer gut, wenn man vor Verantwortlichen etwas verantworten muss. Aber wie erzählt man das? Wir haben Interesse an Tim Klose. Der war mal gut. Nein. Doch. Schade, springt ab. Kein Gegentor. Kein Gegentor. Ja, Spiel gedreht. 3 Punkte. So, ist jetzt schon Winterpause, Freunde. Ist schon Winter. Schauen wir jetzt mal. Ne, es ist nur ein Spiel gegen Köln und wir sehen uns. Bis gleich. Das letzte Spiel vor der Winterpause. Und ich gebe nochmal den Jungs
Nochmal Stele habe ich eingewechselt für oder gebracht für Zug. Denn ich will einfach nochmal die Chance geben. So, denk dran, hier schauen. 60 Schnelligkeit. 75, deswegen geh vorbei. Tada! Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Stele. Schade. Hallo, ich bin Steppy, wir sind nicht abgestiegen. Schiedsrichter Nico Raschig. Weiter geht's. Hoho, da hat einer geschrien. Ja, wir machen doch Druck. Hendrik Druck. Punktgleich mit dem ersten. Ja, ich will noch nicht wechseln. Wobei, Zimmer kann da links. Nee. Vertrauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist aber besser, wenn er zum Platz fliegt. Ui, Mirko Boland. Komm schon, noch einer dran. Schade. Jetzt noch. Schade. Elfmeter. Wer schießt ihn? Timo Kern. Timo Kern. Genau, da habe ich auf der 6 gebracht. Die arme Wutz. Da war nämlich immer genervt, weil er nicht gespielt hat. So. Du auf rechts. Perfekt. Aber was ist mit 60 los? Die rasieren ja. Schön. Ha, 4-0. Piu, 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 piu. 4-1. Scheiße. Unnötig. Ah, 60 hat hinten gelegen. Deswegen. Ein Punkt nur auf 60. Can't hear the haters, Freunde. Wir gehen in die Winterpause mit einem Punkt Rückstand auf die 1 und 4 Punkten Vorsprung auf die 3. Nach so einem schlechten Saisonstart, nachdem ich geflamed wurde, wie schlecht der Kader sei. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Wir standen nach... Hier, nach 5 Spieltagen auf der 14. Ich bin fast rausgeflogen. Und dann ging's aufwärts. Schaut's euch an. Uiuiui, ist das herrlich. Oh, wie ist das schön. Wir starten dann in die Rückrunde gegen Türkgücü, Vorletzte. Ich mache jetzt aber hier einen Cut. Ich schneide... Lade schon mal hoch und ich habe nämlich herausgefunden, dass man auf YouTube die Videos quasi schon einen Zeitpunkt festlegen kann, weil man sie veröffentlichen kann. Das klingt sehr traurig, aber ich habe das herausgefunden. Ich bin sehr froh drin. Da muss ich nicht einfach jeden Tag das einzeln machen. Dann stelle ich einfach, ich habe es schon vorproduziert, ich glaube für eine Woche oder so. Das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, aber ich will es kurz loswerden. Wir haben die meisten Chancen rausgespielt und die beste Quote, oder? Ah ne, die beste Quote aber. Gut. Erfolgreich gerettet. Ich bin mal gespannt, ob ich im Winter... Ich habe eigentlich die Neigung, im Winter alles kaputt zu kaufen, weil ich denke, ah, da ist noch irgendwie ein cooler Spieler und der könnte irgendwie besser werden. Und im Endeffekt mache ich nur viel kaputt. Aber mal schauen, vielleicht reiße ich mich da zusammen. Wir hatten den geringsten Zuschauerschnitt. Viktoria Berlin, ich zähle die zweite Mannschaft nicht dazu. Aber das ist echt schon traurig, Mann. Das ist schon traurig. Naja, wir sehen uns frisch und erholt. Nach der Winterpause. Adios.